Hi Fans und damit mal wieder herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Projekt hier auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, ich mache ja immer gerne so ein Hauptprojekt und ein Nebenprojekt. Das Nebenprojekt Girls and Panzer ist zwar noch nicht ganz fertig, aber für diejenigen, die hier regelmäßig vorbeischauen, die wissen ja, dass wir an der Dungeons 4 Closed Beta teilnehmen wollten, also ich zumindest. Und da aber leider nicht reingekommen sind, weil Auswahlverfahren etc. etc. So. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, was mache ich als nächstes Nebenprojekt? Mache ich lieber Dungeons 3 oder mache ich Mafia 3? So. Und da habe ich mir gedacht, dass zu Mafia 4 momentan lediglich Berichte gibt, aber noch kein wirkliches Gameplay-Material. Und bei Dungeons 4 gab es immerhin schon die Closed Beta. Habe ich mir einfach mal schwer gedacht, ich würde fast vermuten, Dungeons 4 kommt früher raus. Also, damit das Ganze zeitlich seinen Rahmen hat, machen wir natürlich zuerst Dungeons 3. Und ich würde gar nicht lange drüber mitreden wollen oder drüber hinherziehen wollen. Wir ziehen wieder die Kampagne durch, so wie bei Dungeons 2, ganz normal. Und anschließend werden wir uns wieder den DLC-Kampagnen widmen. Und da werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Spaß und Chaos verbreiten, indem wir so einen kleinen Trainer mit dazu nehmen und uns einfach mal so ein unbesiegbares Monster spawnen und einfach mal Spaß haben. So, es gab da unten noch einen Text. Dungeon Lords, das Spiele entwickelnde Böse und seine getreuen Untergebenen möchten sich für euren Support von Dungeons 3 sowie eurem hingebungsvollen Kampf gegen die flauschigen Kräfte des einhornliebenden Guten bedanken. Hochachtungsvoll, ja, da können wir sag mal schnell ein Feedback noch abgeben. Mache ich später mal offline. Wer es unbedingt durchlesen will, kann ja hier pausieren. Wir würden natürlich jetzt erst einmal sagen, ich gehe wieder ganz normal in die Kampagne. Tutorials, Once Upon a Time. Ah ja, das sind die DLC-Dinger. Und wir könnten natürlich die Tutorials machen. Die Reifeprüfung. Das mit Wissen vollgestopfte Böse stellte sich nun der Herausforderung, seinen Dungeon gegen eine wirkliche Gefahr zu wappnen. Die Grundlagen eines Dungeons. Das neu einsteigende Böse sollte die Grundlagen des Dungeon-Managements erlernen. Ich bin ein bisschen... Ich meine, ich habe das Spiel jetzt schon ewig nicht mehr gespielt, also ich müsste gerade mal reingucken. Ich habe es bei... Also ich habe es das letzte Mal gespielt, ich habe jetzt gerade ein anderes Fenster offen, ich habe es bei Good Old Games gekauft. Ich habe 100% der Erfolge erreicht vor 5 Jahren. Das ist eines der ganz, ganz wenigen Spiele, wo ich wirklich 100% aller Errungenschaften habe. Und ich habe es das letzte Mal überhaupt gespielt vor 3 Jahren, so wie es aussieht, der Chronik nach. Also ich würde sagen, alleinig dafür, dass wir es fürs Ding mitnehmen, fürs... Sag mal schnell, fürs YouTube-Ding nachher, für meine YouTube-Folgen, würde ich einfach sagen, wir nehmen einfach die Ding mit und ich mache mich hier kurz weg und dann würde ich sagen, wir fangen doch die Grundlagen des Dungeon-Managements nochmal an. Gucken wir mal, wie lange das dauert, mache je nachdem auch 2 Folgen draus, wer weiß. Finde ich übrigens schön, dass man das Tutorial in Koop spielen kann. Ah, das sich in Ausbildung befindliche Böse hatte beschlossen, die famosen Tutorials auszuprobieren. Gute Wahl. In dieser kinderleichten Einführungsmission würde es die Grundlagen des Dungeon-Managements kennenlernen. Also ausgraben, Räume bauen, Kreaturen einstellen und diese auch wieder entlassen. Eben alles, was man als bösartiger Novize so wissen musste. Zunächst einmal bewunderte es die Zentrale seiner Macht, das Dungeon-Herz. Dieses sollte, wenn möglich, nicht kaputt gehen, denn das würde für ein unrühmliches Ableben des dies unter allen Umständen vermeiden wollenden Bösen sorgen. Die wichtigste Ressource für ein bösartiges Genie war natürlich Gold. Mit dem glitzernden Metall konnte man die tollsten Sachen anstellen, und ohne eine Münze würde sich keine Kreatur vom absoluten Bösen einstellen und herumschubsen lassen. Traurig. Aber so ist die kalte, kapitalistische Welt der Bösartigkeit nun einmal. Zwar konnte auch im Dungeon-Herz ein wenig Gold eingelagert werden, aber die Schnodderlinge, also die Arbeiter des merkwürdigen Namen verteilenden Bösen, mussten dabei lange Laufwege auf sich nehmen.
Viel vernünftiger war es, in der Nähe eines Goldvorkommens eine Schatzkammer zu errichten. Flugs machte sich das schnell lernende Böse daran, eben dies zu tun. So. Übrigens habe ich gerade noch wieder gesehen, wir haben so coole Roboteranzüge für unsere Schnodderlinge. Dass es keine Schnodderlinge mehr sind, sondern jetzt quasi so Mini-Wallys. So, ich muss selber nochmal wieder gucken. Raumbaumenü. Es ist alles wieder ein bisschen anders als im Ding. So, in Dungeons 2 noch, wo wir zuletzt gespielt haben. Manchmal spurten die Schnodderlinge des gelangweilten Bösen nicht richtig. Dann war es an der Zeit, ihnen mit der Hand des Bösen einen beherzten Klaps zu verabreichen. Natürlich musste dies sofort vollzogen werden. Argwöhnisch ja, das kennen wir noch, ja. Berechnende Böse einen Blick auf seine Bevölkerungslimits. Diese waren aufgeteilt in Schnodderlinge und Kreaturen. Also andere Kreaturen. Schnodderlinge mussten im Gegensatz zu Kreaturen nicht extra angeheuert werden, sondern wurden bis zum Maximum immer neu erschaffen. Wenn es also zum Ableben einer dieser erbärmlichen Kreaturen kam, musste sich das seine Untertanen massakrierende Böse keine Gedanken machen, sondern lediglich auf den nächsten warten. Gleichzeitig waren die Schnodderlinge aber auch die Arbeiter des Dungeons, die Gänge gruben, Gold abbauten und sich noch um eine Vielzahl anderer Dinge kümmerten. Deshalb war es nie verkehrt, deren Maximum zu erhöhen. Schnell machte sich das nach Schnodderlingen dürstende Böse an die Arbeit. Freundlicherweise wurde eine entsprechende Forschung nun für das absolute Böse freigeschaltet. Dies war im Tutorial notwendig, um es nicht mit den üppigen Möglichkeiten zu erschlagen. Außerdem gibt es da draußen Leute, die machen alles falsch. Ich finde einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde einfach den Erzähler hier, diese Erzählerstimme hier bei... Kreaturen waren leider etwas anspruchsvoller als die jämmerlichen Schnodderlinge. Um Kreaturen wie Goblins oder Orks anzuheuern, musste zunächst das Versteck erforscht werden. So loyal Schnodderlinge auch waren, sie konnten jedoch nicht kämpfen und suchten im Falle eines auftauchenden Gegners ihr Heil in panischer Flucht. Seufzend machte sich das hemmungslose Böse daran, ein Versteck bereitzustellen. So, jetzt nehmen wir hier Armee. Haben wir noch nichts? Kreaturen, Fallen und Türme. Baumenü. Es ist, ich finde, es ist ein bisschen strukturierter aufgebaut als bei Ding, bei Dungeons 2. So, jetzt haben wir nämlich hier Horde-Schlafzimmer oder Schlafplätze. So, da können wir noch Gold abbauen. Ich finde diese Mini-Wallys, die finde ich auch lustig. Heuert Kreaturen an, 3 Stück. Das nach einer Armee lechzende Böse hatte eine Kreatur angeheuert, die für es fortan die Drecksarbeit erledigen würde. Jedoch verbrauchte jede Kreatur einen Bevölkerungspunkt. Glücklicherweise konnten diese ebenso wie die Anzahl an Arbeitern erhöht werden. Sollte es nötig sein, einen Bevölkerungspunkt wieder freizugeben, stand dem hämisch grinsenden Bösen die Entlassungsgrube beim Dungeonherz zur Verfügung. Die Kreatur einfach draufwerfen, ein kleines Zupferlein am Hebelchen und schon, nun ja, verabschiedete sich die Kreatur. Diese Kreaturen waren ziemlich verwöhnt. Kreaturen der Horde verlangte es nicht nur nach einem Schlafplatz, sondern sie wollten auch etwas zu beißen haben. Anderenfalls würden sie schon bald jede Arbeit verweigern und zu streiken beginnen. Seufzende Böse kam nicht drum herum, seinen Kreaturen eine Guru-Guru-Farm zu errichten, um den aufkommenden Hunger bezwingen zu können. Ja. Warum habe ich jetzt hier Gold in der Hand? Weg damit.
So, 15 Guru-Gurus. Sehr gute Arbeit. Die Guru-Guru-Farm stand nun bereit. Später würden die Kreaturen auch noch nach weiteren Dingen verlangen. Doch fürs Erste waren sie zufriedengestellt. Das schnell dazulernende Böse hatte das erste Tutorial mit Bravour gemeistert. Ausgezeichnete Arbeit. Oh, ich meine, das war ja jetzt nicht mehr schwer, aber hey, ist ja gut, dass wir mal wieder so ein bisschen reinkommen. Also beziehungsweise reinkommt, ist es noch ein bisschen übertrieben. Wir können mal noch gucken, das schnell lernende Böse. Bösartige Bösartigkeit. Das schnell dazulernende Böse machte sich daran, seine Kreaturen an die Oberwelt zu schicken. Ja, kennen wir zwar noch, aber hey, komm, es ist Tutorial, wir machen einfach mal. Wir nehmen mal alles mit fürs Let's Play. Ist ja jetzt halb so wild, gell? Das schnell dazulernende Böse hatte das zweite Tutorial gestartet. Es wusste nun so ungefähr, wie es einen Dungeon errichten musste. Nun konnte es sich der Oberwelt zuwenden und dort für Chaos und Zerstörung sorgen. Dort oben wartete eine Insel des Guten, die danach schrie, zerstört zu werden. Das ungeduldige Böse machte sich an die Zerstörung. Um die Oberwelt zu zerstören, mussten zunächst einige Kreaturen dorthin gebracht werden. Gierig schnappte die Hand des Bösen nach denselben. So, jetzt nehmen wir erstmal die kompletten... So. So, F2, den Shortcut habe ich gerade eben nochmal in das Ding gefunden. So, und dann alle einfach hier in den Eingang reinwerfen. Die ersten Kreaturen betraten die Oberwelt. Das nach Vernichtung lechzende Böse konnte es kaum erwarten, diese unerträglich satten Farben in 50 Schattierungen von Grau, in 50 Shades of Grey zu verwandeln. Ich sag ja, in der Oberwelt hatte das geifernde Böse nicht die Allmacht, die es vom Dungeon gewohnt war. Hier musste es seine Kreaturen auf altherkömmliche Weise mit Befehlen herum dirigieren. So, alles drauf. Und hier so ein klein bisschen in die Ecke hier so rein. So sieht doch gut aus, oder? So, noch auf den Schwertkämpfer drauf. WASD, ah, Kamera-Ding Insel geht auch, des ja. Guten war zerstört. Auf Grund gesetzt. Dies sorgte nicht nur für ein gefälligeres Ambiente, sondern brachte auch großartige Bösartigkeit hervor. Diese konnte für Forschungen ausgegeben werden. Das schlängelnde Böse hatte die Nagas erforscht. Diese Schlangenwesen waren ausgezeichnete Heiler und eine gute Verstärkung für den Dungeon. Das fantastische Böse hatte blitzschnell die Grundlagen der Oberwelt und die Vorteile der Bösartigkeit verstanden. Nicht, dass es sich dabei um schwierige Konzepte gehandelt hätte, aber hey, man nimmt, was man kriegt. Also, gute Arbeit. Ganze 2 Minuten 24 haben wir für dieses Tutorial gebraucht. Hey, was soll's. Ich meine, wir nehmen es mit. Ich meine, wenn die andere... Das versierte Böse erlernte schnellstens die nötigen Fertigkeiten, um einen Dungeon höchst effizient zu führen. Ja, komm, hauen wir mal rein. Ist doch jetzt gar kein Ding, oder? Also ich meine, ich meine, wenn jetzt die anderen beiden Tutorials auch noch so schnell gehen, dann gibt es ja gerade mal eine Folge. Das dürstende Böse konnte offensichtlich gar nicht genug von diesen verrückten Tutorials bekommen. Ja. Nun gut, dann vertiefen wir unser Wissen über den Dungeon. Die Kreaturen des absoluten Bösen sammelten über die Zeit Erfahrung durch Kämpfe und erreichten so neue Erfahrungsstufen. Dies war zu begrüßen, denn Kreaturen höherer Stufen waren deutlich schlagkräftiger. Dummerweise wurden die Kreaturen mit steigender Stufe auch anspruchsvoller und besaßen die Frechheit, nach neuen Dingen zu verlangen. Unglaublich, das grenzt ja an Verrat. Kreaturen der Horde verlangten beispielsweise später nach
Bier, das in der Brauerei von ihnen selbst hergestellt wurde. Doch zur Brauerei war es noch ein weiter Weg, denn die Schnodderlinge des genervten Bösen hatten ihre niedrige Intelligenz erneut unter Beweis gestellt und im Dungeon keine Arbeitsgeräte hergestellt. Für die Brauerei waren später noch Werkzeugkisten nötig. Diese wurden am Arbeitsgerät in der Werkstatt von Schnodderlingen hergestellt. Seufzend machte sich das wieder einmal von seinen Arbeitern enttäuschte Böse daran, dieses Arbeitsgerät zu konstruieren. Das wieder einmal von seinen Arbeitern enttäuschte Böse. Wisst ihr, genau für so einen Scheiß liebe ich den Erzähler hier. Die Schnodderlinge ans Werk und produzierten Werkzeugkisten. Diese waren notwendig, denn das Arbeitsgerät der Brauerei wurde aus ihnen hergestellt. Ein gusseiserner Brauereikessel aus Werkzeugkisten? Computerspiellogik. Geduldig wartete das nicht für seine Geduld bekannte Böse darauf, dass genügend Werkzeugkisten zur Verfügung stehen würden. Ja, ist doch gut. Erforschen können wir auch noch irgendwann wieder. Eine größere Schatzkammer können wir noch bauen. Könnte nichts mehr gebaut werden. Kann ich eigentlich Kreaturen? Ich habe 5 und 5 Schnodderlinge. Kann ich dann bei Forschung? Ach, okay. Die Schnodderlinge kommen mit dem Erforschen. Ich habe jetzt gerade gedacht, so, hä, soll denn keine Ding dran? So, ich könnte einfach da nochmal ein Arbeitsgerät hinstellen, gell? Ich meine, das geht ja alles. Wir müssen ja effizienter werden. Wir haben zwar schon drei Kisten, aber ich mache jetzt trotzdem einen. Durch gelangweiltes Warten genügend Werkzeugkisten produziert. Schnell machte es sich daran, den Braukessel zu errichten. So, jetzt können wir nämlich hier drauf und dann können wir hier einen Braukessel errichten. Jawohl, und dann können wir Bier brauen. Und dann haben wir unsere... Wie viel Ding passen jetzt hier rein? 20 Werkzeugkisten passen hier rein. So, machen das jetzt dann die Ding selber, die Horde-Monster, weil in Dungeons 2 war das ja auch Schnodderling-Aufgabe. Ich glaube, war in Dungeons 3 auch noch Schnodderling-Aufgabe, aber ich bin ein bisschen verwirrt so. Ich habe schon ewig kein Dungeons 3 mehr gespielt, aber ich habe ja am Anfang immer selber gesagt, ich will ja hauptsächlich spielen auf meinem YouTube-Kanal, was ich selber gerne habe. Und nicht immer unbedingt das, was gerade AAA-Titel ist oder was gerade angesagt ist. Der Braukessel ragte stolz in die Höhe und die fleißigen Schnodderlinge gingen ans Werk und produzierten das köstliche Nass, damit es sich die Hordenkreaturen dann wenig später hinter die Binde kippen konnten. Jetzt müsste noch jemand zünftige Volksmusik aufspielen. Wobei, lieber doch nicht. Meine Ohren fangen dann immer an zu bluten. Aber nun zu etwas völlig anderem, denn dem fleißigen Bösen stand nunmehr das Lektorium zur Verfügung. Dort konnten gegen geringen Einsatz von Gold, Zeit und Bösartigkeit Erweiterungen der normalen Forschungen getätigt werden, in Form sogenannter Schriftrollen. Schnell machte sich das nach immer neuem geifernde Böse daran, dies auszuprobieren. Ausgezeichnete Wahl. Gelagerte Schriftrollen, erforschte Schriftrollen. Gute Wahl. Erforsche drei Schriftrollen, haben wir ja, oder? Einer ist noch bei der Arbeit.
Wenn die Blätter umherfliegen, heißt es wird geforscht, gell? Das ist irgendwie auch total unlogisch, gell? Da ist ein Bücherregal und ein Lesepult und da sind zwei Reagenzgläser. Und das ist automatisch eine Forschungsstation. Und da steht irgend so ein kleiner Dämon, den da eigentlich, von dem du gar nichts weißt. Ah, und der kleine blaue Balken unter den vier Dingen ist wie lange er noch braucht für die Forschung, habe ich bisher gar nicht registriert. Ich hab einfach gedacht, immer irgendwann ist halt fertig. Hab gar nicht gewusst, dass der auch so einen Ladebalken hat. Aber gut, dann haben wir das ja auch gleich. Dann dürfte das Tutorial ja auch gleich durch sein. Hier haben wir schon mal 8 von 20 Werkzeugkisten. Kann ich schon was bauen. Eine Wachstube könnte man noch. Famose Arbeit. Das gut gelaunte Böse hatte nicht nur seine alkoholisierten Kreaturen zufriedengestellt, sondern zugleich mehr über Forschungen gelernt. Es wähnte sich mittlerweile gut gerüstet, um das Gelernte alsbald in bösartige und gemeine Taten umzusetzen. 6 Minuten 41, ja, da sind wir ja gut drin, gell? So. Die Reifeprüfung. Das mit Wissen vollgestopfte Böse stellte sich nun der Herausforderung, seinen Dungeon gegen eine wirkliche Gefahr zu wappnen. Ja, also probieren wir es mal. Letztes Tutorial. Wir sind gerade mal 22 Minuten im Ding. In der Aufnahme drin. Ha ja, komm, also letztes Tutorial noch und dann sieht die Sache doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist es aber mal Zeit, ein gutes Buch zu lesen. Ich habe ja auch noch diesen Comic und wenn ich mir noch einen Drink einschenke, dann könnte ich... Oh, Moment, du hier? Was? Ich dachte, wir haben alle Tutorials durch. Was? Im Menü gibt es noch ein viertes Tutorial? Aber ich habe hier gar keine Unterlagen mehr dazu. Meine Güte, einmal mit Profis arbeiten. Diese Doofsäcke bei Realmforge können ja noch nicht mal das Hauptmenü richtig gestalten. Die sind wohl mit der Erbauung des Berliner Flughafens beschäftigt. Na gut, wenn du schon da bist, dann können wir... Salz in die Wunde streuen. Dritte Person. Na gut, wenn das schon da seiende Böse dann da ist und... Ach, ich werde wohl nicht so schnell zu meinem Drink kommen, dass den Erzähler von seinem wohlverdienten Drink und seinem wunderschönen Marvel-Comic abhaltende Böse stellte sich einem weiteren Tutorial. In diesem würde es, naja, etwas über Fallen und Zauber lernen. Also, wie man diese stellt bzw. anwendet. Es war ein recht freies Tutorial, als wenn es sich jemand ganz schnell aus den Fingern gesogen hätte. Es ging darum, den Dungeon gegen einfallende Helden zu verteidigen. Es waren bereits einige Fallen vorplatziert. Diese waren bereit, jedem in die Nähe kommenden Helden das Leben schwer zu machen. Einige andere aber wurden manuell durch einen Schlag von der Hand des Bösen ausgelöst. Timing war hier alles. Im Arcanium stand bereits einiges an Mana bereit, das für mächtige Zauber genutzt werden konnte. Genau. So, benutze eine manuelle Falle, verwende einen Zauber. Jetzt können wir natürlich erst einmal das Arcanium noch ein bisschen weiter ausbauen. So, Gubbels Gubbels haben wir genug. Dämonisches Portal, Werkzeugkisten erschaffen, Tentakel, Frostbombe, N1, Nummernblock 1. Das heißt, ich kann jetzt hier, wenn da einer kommt... Genau sowas. Muss ich mir später auch nochmal auf Ding... So, ja, das da. Die sind zum Beispiel bei Dungeons 2 automatisch angegangen. Ein verdächtiges Trampeln schwerer Stiefel und das Klirren von Rüstungen war im Dungeon zu hören. Schon bald würden die ersten Helden den Dungeon betreten. Und diese rollenden Steine, das sind meine Lieblingsfallen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und wenigstens gibt es jetzt hier keine Barden mehr, die Dinger wieder entschärfen können. So, und jetzt sind hier drauf. Zack, 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 zack. So, und jetzt nochmal hier drauf. Ah, da liegt schon kaputt am Boden. Fast! So.
Verteidig das Dungeon-Herz. So, normalerweise müssten jetzt alle automatisch zum Dungeon-Herz rennen, jawohl. Dann dürfte das eigentlich gar kein Ding sein. Die restlichen hat es alle genommen, okay. Das war Heldenwelle 1 von 5. Kann ich denn eigentlich auf Fallen bauen? Ich habe rollender Stein. Kann ich? Feinde daher. Sind in den Dungeon eingedrungen. So, und wenn ich jetzt eigentlich normalerweise hier müsste ich zuschütten. Ich hätte vorher noch Ding. Ich hätte vorher wieder besser aufpassen sollen. Also diese rollenden Steine sind meine Lieblingswaffen in diesem Spiel. Euer Dungeon-Herz. Die müssen aber angegriffen. Auch richtig gut positioniert sein. So, ich könnte jetzt nochmal N1. Ich weiß es gar nicht. Ich sehe bei dem viele Ding gar nicht, ob ich da Schaden mache damit. Da ist nochmal ein rollender Stein hier. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Man könnte sich natürlich auch einmal hier komplett außen rum graben. So. Und wenn man das dann gemacht hat, dann können wir hier nochmal zuschütten. So. Dung, dung. Dung, dung. Scheiße. Okay, da war ich wieder ein bisschen zu spät. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Also hier haben wir schon alles Mana voll. Kann ich denn eigentlich noch? Hier ein Ding haben wir noch frei. Zahltag. So. Und wenn die jetzt dann natürlich da hinten fertig sind, dann könnten wir jetzt hier noch die Ding da einbauen. So, das war die dritte Heldenwelle. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Zuck, 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 zuck. Bäm, da war es nur noch einer. Nee, es waren sogar schon alle. Nee, da, einer lebt noch. Und dung, jetzt war's. Jetzt kommt gleich noch Heldenwelle 5, oder? Wenn die jetzt wenigstens mal alle Werkzeugkisten hier bringen würden. Das sind nur noch 42 Werkzeugkisten, haben wir übrig. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Aber warum bauen die Schnodderlinge keine? Achso, die Falle muss erst. Ach ja, natürlich. Die Falle muss ja erst gebaut werden vom Ding. Sicher nicht so, dass die Werkzeugkisten dahin tragen. Die tragen die fertige Falle dahin. Ja, ja, natürlich. Natürlich. So, alle hier ein abwerfen. Ist die letzte Heldenwelle. Die kriegen wir jetzt nicht locker weg, oder? Im Dungeon wird gekämpft, ja. Waldläuferin, Waldhüterin.
Jetzt kommt noch die eine da. Jawohl. Jawollo. Ausgezeichnete Arbeit. Der letzte Held war abgewehrt. Das Tutorial abgeschlossen. Endlich kann ich mich wieder meinem Alkohol... Ich meine, super gemacht. So. Jetzt wird es aber Zeit, dass du dich anderen Dingen widmest. Dingen, die mich nicht vom Trinken abhalten. Und vom Lesen meines Comics. Herrlich. Herrlich. Ich sag's immer wieder. Den Ding, was die da einfließen haben lassen, diesen, wie soll ich sagen, dieses herrliche, diesen herrlichen Humor vom Erzähler, weißt du? Das ist so toll einfach. So. Alles hat ein Ende. Es war soweit. Nach ihrem Training war Talia nun. Ja, natürlich, das Problem ist jetzt, ich habe jetzt hier alle. Das Problem ist, ich kann jetzt hier unter Kampagne, Hauptkampagne, und dann fängt er jetzt automatisch immer beide Dinge an, beide erste. Beide erste Dinge. Des absoluten Bösen. Dann fängt er immer beide Dinge wieder an, beide letzte Mission, weil ich schon alle Dinge. Ich möchte jetzt aber auch ungern wieder meine Dinge alles löschen. Kann ich das eigentlich irgendwo. Alle. Ich wüsste gar nicht. Kann ich meine Fortschritte nochmal irgendwo löschen? Ist mir auch egal. Ich würde sagen, Fans, es war ganz schön. Wir durchleben wieder mal ein bisschen was ich schon vor 5 Jahren gern gespielt habe. Und ich habe ja immer gesagt, ich mache vor allem gerne auf meinem YouTube-Kanal das, was mir gefällt. Und da ich ja die komplette Dungeons-Trilogie durchmachen wollte, habe ich mir gedacht, irgendwann muss natürlich jetzt auch noch Dungeons 3 kommen. Und mit dem Hintergrund, dass Dungeons 4 ja schon am Ende seiner, oder nahe dem Ende seiner Entwicklung steht, bringen wir jetzt noch Dungeons 3, damit wir dann Holla die Waldfee frisch auf Dungeons 4 dann mit einspielen können, wenn es denn rauskommt. Also, viel Spaß und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, Fans!